meine Leute, herzlich willkommen zurück zum Bus-Simulator 21. Ich musste mich jetzt gerade ein bisschen vorbereiten, weil gemeckert, bei der Einhaltestelle gemeckert hatten, geht nicht, da ist noch zu viel. So, wir müssen also heute nochmal eine Kirchenroute stellen. Die heißt heute die Heilige Strecke und ja, die werden wir zerstellen. Fangen wir an, Leute, mit Highlander Park Church. Ne, jetzt hat er schon die Church, heißt die Haltestelle. Warte mal, wo sind die? Hier. Nimitz and Seat Regatta and Jetty. Regatta and St. Anthony Church. St. Anthony Church. Islander Park Church. Islander Park Church. Seadrift Square. Copperpot Church. Jetzt haben wir sie nicht auch. South Mall West. Copperpot Church. Bayview Church. North Madison Drive, Baytree Church. Und die Valley Spring Church. Slope Boulevard, Silver Park, Valley Spring High School. South Folsom Street. South Folsom Street, North Folsom, Pine Street. Valley Spring Church. Oh, endlich. Juhu! So, haben wir geschafft. Wir dienen eine Route, die müssen wir jetzt mal fahren. Wir haben 45 Minuten zwischen 3 und 4 Uhr. So. Halt, das ist diese hier. So. Das ist die Heilige Strecke. Nummer Linie 39, das ist die ID. Da. Und 39, das ist die ID, die nehmen wir dann mit. Änderung übernehmen. So. Gut. Hei, 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 hei. So, die sollen zwischen 3 und 4 Uhr fahren heute Morgen. Und die baue ich jetzt um. Dann nehme ich jetzt einen Vollzeitbus für. Perfekt. Weil letztendlich ist es ja wurscht. Wir müssen jetzt unter 45 Minuten fahren. Boah, 10.800 minus. Die wir machen pro Zeit für den Zeitwerk. Naja, wir müssen es halt da fahren. Aber wir müssen es halt jetzt abfahren. Vollzeitbus. So. Gut. So, jetzt muss ich mal kurz zu St. Anthony Church hüpfen. South Regatta and Jetty. St. Anthony Church. So, schnell Reise hüpfen. Und dann fahre ich mit dem Bus die Strecke. Quatsch, ich muss dann noch die Zeit hochzählen um 3 Uhr. Und ich erstelle mir einfach eine Route, eine kurze Route mit. St. Anthony Church. Ja, 3 Uhr mit man die fahren, ne? Zwischen 3 und 4 Uhr. Kann ich hier nicht auf 3 Uhr stellen? Oder geht die nur auf 4? Geht echt nur auf 4. Warum? Wie soll ich das denn schaffen?
Das soll nicht zwischen den Einstellungen sein. Wieso? Das ist ja auch schon jetzt gerade, habe ich das irgendwie in den Einstellungen? Wieso muss ich die jetzt. Warte mal. Die Frage ist, muss ich die jetzt. Ja. So, dann machen wir das erstmal ein. Aber ich wundere mich jetzt gerade nochmal. Kann ich hier nicht einstellen? Ich verarsche jetzt eigentlich gerade. Warum soll ich nicht? Ich soll ja um 3 Uhr bis 4 Uhr fahren, ne? Das ist ja eine Route, die muss ich ja in der Nacht fahren. Bediene eine Route zwischen 3 und 4 Uhr. Oder wir müssen die. Oder wir müssen. Wir brauchen ja nicht mal die Route zu fahren. Wir können auch nicht die Route zu nehmen. Wir nehmen einfach eine Route, die in der Nacht zu fahren ist. Und dann kann man die eigentlich hochstellen. Oder nicht. Weil das wäre ja kein Problem, die einfach. Wir machen es anders. Lake Anza Road. Ist ja eigentlich ein Vollzeitfahrzeug. Ein Verkehrsfahrzeug. Lake Anza Road. Okay. Ich wundere das halt nur. Lake Anza Road. Dass der nicht um 3, beziehungsweise um 3, 4 Uhr fährt. Das ist ja ein Verkehrsbus. Das soll nicht auf Vollzeit fahren, ne? Lake Anza Road. Aber der fährt wirklich zwischen 3 und 4 Uhr nichts. Lake Anza Road. Lake Anza Road. Fahrplanansicht ändern. Zeit. Gut. Der soll ja zwischen 3. Lake Anza Road. Der sagt ja auf, der sagt ja morgens. Ich will ja gerne eigentlich den kompletten. Wie gesagt, das ärgert mich gerade. Also wir fahren jetzt einfach mal. Soll der denn die Route innerhalb von 45 Minuten fahren? Das sollte ja kein Problem sein. Also ich war wieder hier hin. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Klar. Ich hoffe, sie kommt zurück. Wir hatten so viel Spaß auf dem All Directions Konzert. Eine Fahrkarte, bitte. Ja, Tageskarte. Einziehen.
Was passiert, wenn ich diesen Knopf hier drücke? Ja, warte, was für Knopf du meinst. Oh, das ging zu schnell. Bitte machen Sie noch mal auf. Ja, ich hole es. Ich brauche die Route in der Nähe belegt. Zu der Route sind wir jetzt belegt. Ich zeig dem. Ah, du bist ein. Ich muss ja eine Route fahren mit einem negativen, ohne negativen. Wahrscheinlich wird es ja eh wahrscheinlich nochmal angehen müssen. Wir werden sowieso eine der ersten Routen nochmal fahren müssen. Sie haben da eins vergessen. Was habe ich vergessen? Entschuldigung. Warum ist die scheiß Haltestelle belegt da oben? Ich glaube auch nicht, dass ich die jetzt die Mission angerechnet bekomme, um Gottes Willen. Ich hoffe, sie ruft zurück. Wir hatten Alter. Mein Gott, ey. Du fährst geradeaus und musst jetzt mal Gas geben. Ich muss das mal. Die Valley Springs Church ist die nächste Haltestelle. Ich hoffe, dass wir so ohne Probleme hinkriegen. Ja, natürlich stehen sie jetzt alle. Ich wünschte, ich wäre eine Figur in einem Videospiel. Ja, komischerweise bist du das sogar. Auch wenn es nur ein NPC ist. Taxi macht's genau richtig, das schießt einfach kurz an allem vorbei hier. Ich fahre jetzt mit einem anderen Bus, ich fahre jetzt nicht mit dem. Oh, es kann sein, weil da zwei Busse eigentlich angeteilt sind auf dieser Route. Wie gesagt, natürlich wäre es mir schön, wenn der sagen würde, oh, die negative Dings ist weg. Aber ich glaube, wir müssen sie nochmal fahren. Genau deswegen wollte ich ihn eigentlich überholen. So. Ja, das eine Ding habe ich negativ. Ich weiß nicht, wie es am Anfang aussieht. Was? Nein. Ich meine, dadurch jetzt noch einer drückt zum Rausfliegen, ja, dann ist nämlich die Haltestelle in der Nähe. Gemeint, aber da hinten ist einer, der eingepennt ist. Oh, fahr! Bye, bye. Noch einer hintereinander weg. Hier ist meine Fahrkarte. Entschuldigen Sie die Kratzer, ich musste sie mir von einem Fuchs zurückholen. Ich meine, vermutlich, dass sie jetzt
durch, dass wir das jetzt sicher in die Richtung bekommen. So, Zahltag. Ah, es waren zwei, drei Sachen. Das Problem. Deswegen sage ich ja, dass. So, gucken wir mal, was wir jetzt hinkriegen. So. Siehst du, ich sag ja, wir müssen die Nummer. Das Problem. Die in der Route in der 45 Minuten. Ja, ich muss ja halt nochmal fahren, ne? So, wir gehen mal dahin. Und wir müssen die Route nochmal neu fahren. Wir müssen die ja innerhalb der 45 Minuten schaffen. Mit dem Idealfall oder negatives Ding. So, wir nehmen nochmal die heilige Strecke und fahren sie jetzt. Oh, ich will die Strecke fahren und nicht, dass dann... So. Der Bus gehört dir. Ja, ich lasse mich mal dran. Das Problem, du versaust mir so mit der... Ja, du versuchst mir das Problem. Ach Mann. Ich will die Strecke von Anfang an fahren. Und so, Schnellreise. Nochmal zurück. Ey, langsam Witz. Ich hab mich gerade ein bisschen platzen. Ich glaube, wir kriegen so ähnlich in dieser Folge, die Folge, das Ding. Ich will jetzt nur die Fahrer. Ich will ja gerne das Fahrzeug nehmen. So. St. Anthony Church. Klar, nur zu. Ja, dann lass mich raten, ich muss jetzt wieder mittendrin irgendwo anfangen. Nervt mich gerade so ein bisschen, dass ich nicht die Route von Anfang an machen kann, sondern irgendwo mittendrin einsteigen muss. Moin. Ich will sie doch einfach nur fahren. Mann, oh. Lass mich nur mal. Nur mal eine Fahrkarte, einfache Fahrkarte.
Ich brauche eine Fahrkarte. Ach, verdammt! Vergessen, die Haustür abzuschließen. So. Jetzt wird es beim Terminal unten rum. Okay. Warum auch immer diese scheiß Route belegt ist, das verstehe ich nicht gerade. Ich kann die Mission nicht abschließen, weil halt... weil ich jedes Mal mitten auf der Route reingespawnt werde. Oder schon irgendwie 3-4 Haltestellen gefahren bin. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt nochmal machen kann. Das heißt, wir werden sie dann wahrscheinlich jetzt in der nächsten Folge angehen dürfen. Ich wette, dieser Bus hängt jeden Zentauren ab. Zu schnell. Ich habe so viel im Bastelladen ausgegeben, dass ich mich nächste Woche vom Rahmen ernähren muss. Ich weiß nicht, ich bleibe stehen. Ich bleibe stehen. Die Ampel bleibt gelb, ich fahre an und die Ampel geht wieder. Jetzt. Geht wieder auf Rot. Naja. Ich will mich nicht hinsetzen, ich will eigentlich deine Fahrkarte kontrollieren. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. So, gucken wir mal nach. Klar. Du hast... Ja, alles gut. Du brauchst der Bus nicht, das heißt, es kostet schon. Es geht in der Linie immer diese 3 bis 4 Uhr, das nervt mich gerade so ein bisschen. Ich kann nämlich nur 4 Uhr stellen. Man kann sein, dass ich auch, wenn ich sage, dass der eine Route hat, wo die in der Nacht gefahren werden muss, dass ich dann umstellen kann auf 3 Uhr. Ranziehen muss. Ich habe gehört, Brainbird und Neo Ecotec arbeiten gemeinsam an einem neuen Spiel. Ein völlig neuer Hardware. Ich nehme mal die Links gerade raus. 75 ist das Maximum? Ernsthaft? Schaffe ich denn nicht zu spät? Also, ich schaffe hier keine so negativen Dinger, die kriege ich, das ist das Problem. Aber ich glaube, die kriege ich auf der ersten. Die fahre ich nicht auf dieser Route. Steht da eine Route und ich steht ja nicht. Wow. Okay.
Ich muss aufpassen jetzt hier, dass ich noch nicht runterfliege, bitte. Ich nehme mal wieder den Limit da rein, ey. Das wurde auf einmal verdammt schnell hier, die Kurve. Ich auf jeden Fall nochmal nachgucken, also wie gesagt, ich vermute, dass wir es nicht hinkriegen, diese Folge. Dafür ist es zu lange. Ich glaube, jetzt einmal noch. Ich hoffe, dass wir es trotzdem jetzt angerechnet kriegen mit den 45 Minuten. Wieder rein. Alter! Das sollte nicht zu sehr schneiden. Und ja, die rote Ampel habe ich übrigens gesehen. Ach Mann, du sollst eigentlich nicht aussteigen. Hab ich vertan in der Taste. So, jetzt. Die Schalterposition muss ich warten. Zeittag, Level 63. Ich habe meine Bewerbung als Fahrer abgegeben. In der Zwischenzeit bin ich einfach nur Passagier. Oh, wie cool. Vielleicht neuer Kollege, hä? Senioren-Tipp der Tageskarte. Dachte, will der jetzt nicht echt, wird jetzt ernsthaft nicht reinfahren, weil die Scheiße halt mit der. Im Notfall können wir immer noch Pizza essen gehen. Dass der rein will, ne? Jawoll! Hat's hingekriegt. Ich bin letzte Woche über die Hummingbird Bridge gefahren. Die Aussicht war großartig. Schon mega verspätet. Oh, steh doch, bleib doch nicht da stehen. Ich will abbiegen. Was? Meine Fresse, ey. Der eine bleibt stehen und der andere fährt dann einfach vor. Also das negative Ding kriegen wir nicht hin. Ich glaube, meine Fahrkarte ist abgelaufen. Mein Gott, der Nächste, ey. Das meine ich genau, das ist es halt. Die Leute, die verursachen teilweise Unfälle. Gut, ey, war, geht jetzt ein bisschen auf mich. Aber der jetzt zum Beispiel, der einfach abbiegt und da kommt was und dann bleibt er verstehen. Ja, ich bin zu spät, ich weiß das. In 5 Minuten Verspätung wäre das. Ich hoffe wirklich, ich verpasse meinen Anschluss nicht. Ja, wir sind doch jetzt gleich da. Der alte Schalle sehe ich doch schon vorne.
So. Meine Katzen reden gerne miteinander, glaube ich. Bestimmt, die kommunizieren bestimmt irgendwo. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Klar. Danke. Hab ich eine Fahrkarte gekauft? Muss ich ein bisschen Gas geben, ne? Nein, nein, nein. Muss ich Gas wegnehmen, ja. Der Frühling ist da. Ich habe mich so sehr gefreut, dass ich mir in die Hose gemacht habe. Da gibt's doch sicherlich was von Radio fahren. Warum wollen die Leute immer gleich in den Bus steigen? Warum lassen sie uns nicht vorher raus? Das verstehe ich auch manchmal nicht. Du hast dann irgendwelche Leute, die schon in der Tür stehen, weil sie raus wollen. Aber da stehen dann fünf Leute, die wollen rein, aber dann strömt rein, obwohl dann die Leute raus wollen. Verstehe ich nicht. Nein, eigentlich auch nicht. Das wäre jetzt egal. Wunderbar, dass Ihre Busse bis zur Stadt. Ich muss zum Arzt und Ihre Busverbindung passt da einfach perfekt. Ich habe mich letzte Woche nicht gefühlt. Das war nachdem ich alle... Ja, verkauft. Meine Frau meint, das war die Sonne. So lange im Boot und im Wasser, da kann er im Schnitt gehen. Da ist sie schon mal ein. Weil ich mit dem Negativpunkt stelle ich mir, glaube ich, einfach eine einfache Route irgendwo draußen. Ja, ich habe schon gesehen, ich bin ja schon ausgestiegen. Mein Gott, ey. Wie war das mit rechter Biegung am Vorrang? Ich war Boss, ich hab hier immer Vorrang. Ist mir scheißegal gerade. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Ja, Hilfe! Ja, das ist mir gerade, habe ich gerade gemerkt. Das war ein bisschen sehr eng. Ich dachte, ich komme da noch ohne, komme da so vorbei. Upsi. Naja. Weil da kann ich einer rüber hüpfen. Warum ist die scheiß Route belegt? Haben wir bei den Tag, bei den Halbzeitverpassung? Ja, ich bin zu spät, oh Gott. Sehen Sie mal den Felsen. Das ist aber ein hübscher Felsen. So, lieber Gott, bitte jetzt, lass mal bitte jetzt einfach. Hey, Herr Alfonso. Ja, es sind meine Haare. Sie wachsen ständig. Ich brauche einen Haarschnitt. Dann kann ich vorbeikommen. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen jetzt. Also angerichtet bekommen wir eh nicht. Weil der ja nicht, weil der uns ja wiederholt nur in der Mitte, in der Dienstagschiff. Bis dann. Bis dann.
Herzhaft, Rollstuhlfahrer. Ja, warum? Ach, die Tür ist doch zu. Warum? Jetzt verstehe ich gerade, warum der auch meckert. Reiseführer, die eine vollständige Liste der Heiligen und ihrer Geschichten zu bieten haben. Oh! Ich kann es kaum erwarten, die empfohlenen Busrouten und alle Kirchen und Heiligen zu sehen. Okay. Da die letzten so gut funktioniert haben, habe ich bereits Pläne für die nächste. Arnold Park. Warst du schon mal am Pier? Nein. Er ist einfach toll. Den muss man gesehen haben. Besonders an einem warmen Sommerabend gibt es kein schöneres. Das sehen auch andere so. Da ist immer was los. Bist du dir da sicher, Trish? Die Straßen dort sind sehr eng und verwinkelt. Es wird schwer sein, einen Bus da durchzulenken. Krieg ich schon hin. Aber andererseits bin ich von deinen Fahrkünsten überzeugt. Also ja, versuchen wir es mit Arnold Park. Ja, merke. Ich stand zwischen 3 und 4 Uhr. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es auch Nachmittag geht. Ich war von 3 bis 4 Uhr morgens drin. Wir haben es trotzdem hingekriegt, das ist negativ. Ich weiß auch, warum, weiß auch nicht, warum, was du gekriegt hast. Er hat es uns angerechnet. Ich bin zufrieden und ich freue mich, wenn wir uns wieder dann morgen wiedersehen um 16 Uhr, wie immer. Und dann geht es weiter mit der Herausforderung. Gewachsen. Jetzt ein Tschüss.